Guten Tag, Leute. Mein Name ist Blackman LP und wir spielen War Z. Und mit dabei ist wieder. Ja, der Daniel LP, der auch gleichzeitig aufnimmt. Ich muss ja meine Fans auch, wenn ich welche habe, heißt das, muss ich jedenfalls auch wieder ein paar Parts mitbringen. Ja, wir hatten ja in den letzten Part leider die Probleme, dass wir auf keinen Server drauf gekommen sind. Jetzt haben wir es geschafft. Genau. Endlich. Und wir hatten schon gleich am Anfang so einen geilen Lichtbug, ne? So eine goldene Kugel waren wir. Und ich muss jetzt runterlaufen, damit wir uns treffen, da irgendwo da unten. Ich hoffe, dass ich nicht drauf gehe. Ich habe diesmal Fernglas eingepackt, das habt ihr ja im letzten Part noch gesehen. Weil ich jetzt keinen Bock habe, mich nochmal vom Scharfschützen in den Kopf schießen zu lassen. Ja. Weil ich doch jetzt eine Frau bin. Ja, mein Charakter kennt er ja, ne? Daniel66, das war der allererste Charakter. Ja, der ist übermächtig. Den ich, ja, und er hat im Skillbaum von denen schon voll. Ja, also da fehlen bei jeder Strecke, also da wo die Fragezeichen sind, kannst du ja nicht, aber ich würde sagen, bei jeder Strecke noch so 3-4 Dinger. Boah, ja gut, da musst du ziemlich viele von Zombies töten, ne? Ja, das ist der, wo ich doch die ganzen XP von Anfang an. Den habe ich ja nie gelöscht. Nee, das weiß ich wohl, aber ich hatte meine mal gelöscht, weil ich jetzt ja diesen Blackman LP gemacht habe. Also den Kanal habe ich jetzt auch alle Typen von den anderen gelöscht und nur Blackman. Also ich glaube auch wohl, wenn jetzt so einer auf mich schießt, falle ich nicht gleich um. Ich hoffe es mal, dass das wirklich was bringt. Ja, ja. Soll eigentlich, ne? Ja, es soll. Ja, die sagen meist sehr viel, aber ob das dann auch wirklich bringt, ist immer so eine andere Sache. So, jetzt laufe ich so neben dem See entlang. Ist halt nicht da vorne, ist ein Loch, wo die Zombie-Dame durch kann. Doch, da oben ist echt ein Loch. Ja, so findet man einfach solche kleinen Schufflöcher. Lass einfach einen Zombie vorlaufen. Dann gucke ich mich hier einfach mal ein bisschen um. Ich glaube jetzt nicht großartig, dass Zombies mich jetzt so großartig umbringen werden. Wäre denn? Ich habe heute erstmal meinen guten alten GameCube. Und da ich ja jetzt nichts mehr vom GameCube habe, also zumindest jetzt, was ich aufnehmen will, so Mario Party und sowas, das werde ich aber wohl nicht aufnehmen. Warum nicht? Das wäre witzig. Außer wenn natürlich, wenn er mehrere mitmacht. Ja, das ist es ja, ne? Also soll ich es alleine spielen mit mir? Oder? Ich hatte es damals mal mit meinem Kumpel, der kam mit seiner Freundin, dann haben wir das zu dritt gespielt, das ging ja noch, weißt du? Hat doch Spaß gemacht, haben wir mal so ein Spieleabend gemacht. Ja, das macht dann, das ist sogar so ein Spiel, was dann nur mit mehreren Spaß macht. Genau. Ja, ansonsten, aber die habe ich heute mal sauber gemacht, dann habe ich sie in den Originalkarton wieder rein, damit sie nicht sinnlos vor sich her staubt, weißt du? Ja, ich habe mir Krüger 22 Gewehr gefunden. Ja. So, aber das, erst muss ich den Zombie, der mir dauernd folgt, erstmal eine Knall. Das ist das Gewehr, was du mir vorhin gegeben hattest. Nee, das wäre das Mini gewesen. Das ist das Normale. Ach so. Ich glaube, jetzt nehme ich das jetzt. Ja, ich nehme erstmal das und tue die M16 wegpacken. Wenn ich jetzt notfalls mal schießen muss, dann tue ich die Säule Billigwaffen verschießen. Hier liegt ein Stiefel. Nee, ein Schuh, kein Stiefel. Hm. So, schade, dass man hier die Radios nicht anmachen kann, oder? Jetzt kommt da schon wieder einer, ne? Das ist doch nicht wahr. Ja. Mann, ist der flott auf dem Bein, scheiße. Radios konnte ich bei Silent Hill Dunpo andauernd anmachen. Ja, bei The Walking Dead geht das auch. Ja, ich weiß. Kai rollt, da ist der gerade die Schräge runtergerollt. Hier liegt ja überhaupt nichts. Hier ist wohl ein Tresor in der Mitte. Zum Öffnen des Schließfach. Eh halten. Ach, da oben bist du. Oh, da rennt ein Zombie hier durch den Wald. Die Jill. Nehmen wir mal. Jill, hast du dich verlaufen? Falsche Code eingegeben. Das war ja klar, weil ich den Code nicht weiß. Oh, hier liegen ja sehr viele Tretminen. Tretminen? Ja. Aber ach so, du meinst die Zombies? Die liegen hier auf so einer glatten Sandfläche. Also Scheiße, wird das jetzt irgendwie so komisch dunkel. Was kommt davon, weil ich die Helligkeit, so habe ich jetzt so derbe runtergedreht hatte. Ich hoffe, dass das nachher, wenn es dunkel wird, nicht so dunkel ist. Scheiße, ist die Straße voll.
Wie weit bist du schon gekommen? Du läufst ganz knapp an Clearview vorbei. Traust du dir das? Ja. Ich bin gleich auf der Straße. Ja, ich komme dir ja auch entgegen. Muss so zwischendurch ein paar Leutchen hier platt machen. So. Ja gut, die Straße, die ist natürlich. Ist das jetzt hier die Straße? Eigentlich schon, die ist kennet ja. Doch, da vorne ist die gleiche. Du müsstest Ach eigentlich so, gleich da ist da. die erst. Na gut, Und dann. Geld gekriegt. 41 Dollar. Und da kommt schon wieder eine. Gut, dass die was von sich gesagt hat, sonst hätte ich die gar nicht mitbekommen. Oh, ich hoffe doch nicht, dass es das zu dunkel wird, sonst muss ich die Helligkeit im Dunkeln einfach höher setzen. Ja, mache ich dann auch. Ja, und dann, wenn es wieder so hell ist, dann wieder runtersetzen. Weil das ist immer so grell dann. Und wenn man dann, ich glaube, bei mir wären dann die Aufnahmen so derbe groß, weil das so grell ist. Naja, weil übelste Grafikanforderungen. Naja, hier ist wieder die geile Tanne, die ein bisschen in die Straße reingeht. Kommt schon Zombie nicht rumliegen heute, so schöner So, Tag. hier bei den Armeeautos und dem Bus und so, da werde ich mich mal, da sind ziemlich viele Zombies, da werde ich mich mal vorbeimogeln. Er fängt schon an zu murmeln, das ist. Naja, das ist alle für mich alleine, ist das Sind das zu viele? so. Ich weiß, das ist immer so hart. Aber gut, man hat ja die Technik rückwärts zu laufen. Was könnte ja auch einer hinter einem sein, dann nach der Zeit, ne? Genau. Obwohl mich schon gern hier interessieren würde, ob hier am Krankenwagen. Nee, da liegt gerade einer. Nee, da will ich dann doch nicht hin. Dann würde der nämlich auch aufstehen und die eine. Ich dachte, da wäre bloß die eine stehende Zombie. Ja, man weiß es nicht. Da vorne habe ich jetzt auch was vor mir. Weil ich ja mal ein wunderschönes Fernglas habe, kann ich da hingucken. Ach, daneben ist hier dieses kleine Häuschen mit der Garage. Oh, ich sehe einen Pfeil. Jo. So. Ich bleib mal auf der Straße. Würde ich auch machen. Alter, wenn du deine Nase einziehst, das quiekt voll. Ja, habe ich gerade auch gemerkt. Ja, weil ich sie gerade mit der mit der Daumen und Zeigefinger zugehalten habe, weil es schon wieder so gekribbelt hat, ich hätte beinahe wieder niesen müssen. Dadurch konnte ich das unterbinden. Oh, macht ja nichts. Du hast ja keinen Hilferuf angefordert. Wieso? Das Ja, ist wieder diese habe ich auch gesehen. Hat da einer eine Anfrage geschrieben? Livestream online. Nö. Cooler Stuff and more. Willst du mich verarschen oder was? Was soll der Quack denn? Ich weiß natürlich wieder nicht, wie man das macht, aber ist mir auch sowas von egal. Ich weiß es auch nicht. Oder muss man einfach auf sich selber klicken? Keine Ahnung. Blackman. Nee, ich kann wenn. Ach so, kann man die Gruppe verlassen. Ja, weißt du, dann Auf musst sich selber du draufklicken. ja, rechts anklicken und dann. Ja, ich bin so ein Schnellmerker, dass ich es das jetzt erst kapiert habe. Das haben wir doch damals, wo wir da überlegt haben, weil wir da angenommen hatten, dann wollten wir doch nicht mehr und da haben wir doch immer überlegt und Ja, dann, ich ja. meine, dass wir das da aber nicht rausgefunden haben. Doch, letztendlich Oh, es ist schon. ja durchgekommen, dieser Scheiß-Zombie. So. Dann räume ich erstmal die Straße hier ein bisschen frei. Ich glaube, ich bleib hier oben im Busch. Sagst du so, kriegt dich keiner. Nee, weil ich will eigentlich immer zur Straße runter, aber dann sehe ich schon wieder da unten einen Haufen Zombies. Und dann Ich geht. glaube, ich muss die Helligkeit gleich ein bisschen höher stellen, wenn das richtig dunkel wird. Ich will den Leuten ja nichts zeigen, sondern ihr sollt ja was sehen. Bist du da unten? Ja, Ah. ich bin hier am Aufräumen. Wie gesagt, die Müllabfuhr, ne? Okay, ich komm mal mit dazu. Aber was ich mir angewöhnt habe, seit dass die immer so schnell durchgedrungen, dass ich immer einen kleinen Schritt nach zurück mache, wenn ich schlage. So, ich muss jetzt unbedingt die Helligkeit höher stellen. Das geht jetzt gerade gar nicht. Ja, das werde ich auch mal eben machen. Anwenden drücken und gucken. Ich glaube, das reicht schon wieder ein bisschen. So. Jetzt ist das schon wieder ein Tick heller für euch. Komisch, da hinten war ich gerade, habe alle platt gemacht, schon ist da hinten ein neuer Zombie. Ey, das ist doch schlimm, ey, wie schnell die nachkommen. Nee, jetzt ist glaube ich zu hell geworden. Ey, ich habe auch nur ein Stückweise hochgemacht. Man kann ja immer nur stückweise mal gucken, wie das aussieht. So, ich glaube, jetzt ist geht's aber. Ja, so geht's. Ich warte erstmal hier auf dich, ich gehe da nicht alleine runter. Was jetzt stumpf wäre, wenn die gleichen Zombies wieder aufstehen würden. Die man erschlagen hat.
Alter, jetzt ist wieder ein Tick grüne Glocke geworden. Wollt ihr mich verarschen? Ja, kleiner Olle. Da kommt noch einer und noch einer. Oh. Pass auf, hinter dir. Ja, der wäre hinter dir gewesen. Ich wusste nicht, dass du schon fertig warst mit dem. Hatte also die Axt, die ist immer noch so schnell wie sie. Ist nur der eine? Ist nur der eine, Gott sei Dank. So. So, komm hier, mein Freund. Das war jetzt nicht der, den ich rufen wollte. Oder? Komm du da hinten doch mal her. Ich will ja nicht freie Sicht haben. Nee, du sollst nicht zu ihm rübergehen, sondern zu mir. Ich hab dich doch auch angelockt. So, ich geh mal hier Häusel, ne? Ja. Hier ist eine Limonade. Hier liegt ein Paddel. Ach stimmt, wenn du hier. Was hast du? Ein Paddel liegt hier rum. Du hast echt ein Paddel? Wenn wir hier schon gerade so da. Ja, da schon. Und eine Mossberg. Hier. Nimm mal das hier alles mit. Das wollte ich dir ja noch geben. Schön, oder? Bin ich nicht mehr. Ich weiß. Ich bin's. Och, so. Hier kann man gar nicht nach oben hin. Wie schade ist das denn? Jetzt habe ich auch noch eine Mossberg. Und da kommt auch gleich wieder einer. Ja, schön, dass du eine Waffe gefunden hast, Herr Schrupp. Das ist doch schon mal gut. Nimmst du die Flasche Wasser mit? Ich dachte, die würden auch jetzt eher selten. Aber anscheinend haben sie da wieder ein bisschen erhöht. Ja, die verändern das ja bei jedem Patch. Man weiß nie, wo man nachgehen kann. Das ist. Ja, genau wie so wahrscheinlich die Snipers. Es gab ja wohl mal ein paar Tage oder so, wo man die nur gefunden hat. Und jetzt. Und dann auch, aber wenn wir die gesucht haben, ja. Haben wir so keine gefunden. Also, wenn wir gespielt haben, da hat man keine gefunden. Hast du? Ja, wa? So, Olle. Komm her, Jill. Diesmal darf ich Jill wieder eine kloppen hier. Alter, ist die groß! Die ist hier ein Kopf größer als ich. Zwei Stück. Kommt einer zu mir? Ja, Rita. Nein! Oh, das gibt's doch nicht. Ihr Dreckszombies. Und wieder durchgekommen. Alter, der hat mich so umgebracht. Die haben aber jetzt was ausgehalten. Junge, Junge, Junge. So, erstmal wieder ein bisschen was einnehmen. Ey, die haben mich fast fertig gemacht. Gut, bei mir ist. Ich kann ja mal eine Tüte Saft trinken. Tüte so. Saft? Ich muss, glaube ich, auch irgendwas essen. Ich esse einen Riegel und ich trinke meine Soda. Wo ich immer dachte, das ist eigentlich eine Cola. Was denn versuchst du da zu liegen? Ja, hier, schön im Wasser, schön kühl. Ja, welche Säuste. Ja, hier im Flachen. Ich glaube, ich tue noch ein Tickchen höher machen, die Helligkeit. Aber bei mir geht's eigentlich. Anwenden? Die sieht gut aus. Oh, das aber wenn ich es jetzt noch höher mache, dann war das vorhin so weiß, weißt du, so komisch. Ja, bei mir ist das jetzt so ein bisschen weißig, aber dann sehen die wenigstens halbwegs noch was, ne? Ich finde das dann blöd, wenn das dann zu dunkel wird. Weil die ersten, die ich auf meinem alten Kanal, wo wir die gemacht haben, im Dunkeln, da war ja nur schwarz. Was nun? Oh, da kommt er. Oh ja, komm. Oh, das wäre noch mehr. Komm, stirb schnell. Super, die haben sich jetzt ein bisschen lockerer auseinandernehmen lassen. Wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Alter. Ah, jetzt hast du auf der Karte. Alter! Oh, komm schon her. Alter, kommt ihr dann zu mir, ja? So, brauchst du noch Hilfe? Könnt ihr ein bisschen, wenn du die da so einzeln wegkriegst. So. Hat sich jetzt hier. Guck mal auf der Karte. Ja. Ja, das ist dieser rote Depp. Ja, wieso? Ja, weil der dann doch einen Hilferuf ausgestrahlt hat, wo wir gedacht, Alter, wie viele kommen hier denn noch? Schreit die denn so? Ja, wir haben sie irgendwie beleidigt, schätze ich. Ich weiß nur nicht, womit. Ihren Mann umgebracht. Ja, ihren Mann und ihre zwei Söhne. Ja, da vorne sind jetzt auch wieder alle. Ja, super. Wo gehen wir denn jetzt hin? Wollen wir zu Jason? Da?
Jason? Oder zum Hubschrauber Absturzstelle. Können wir machen, wenn du die noch genau weißt, wo ist die ist. Doch, Moment. Du hast die letztes Mal gefunden. Ich wäre dran vorbeigelaufen. Ja, dann müssen wir in die Richtung. Okay. Erstmal so lang. Dann werden wir noch mal gucken, ob wir uns da was finden. Ah, da ist ja auch dieser rote, das rote Licht drumrum, ne? Bisschen Abstand halten, nicht noch mehr jetzt noch ein bisschen. Also kann man eigentlich gut Punkte einsacken, ne? Wenn man immer an einer Stelle, da siehst du, da sind doch schon gleich welche. Da höre ich gar nichts von denen. Hast du von den Bullen diese Stöhnen gehört? Ja. Ich habe von denen gar nichts gehört. Auch hier von deinem. Der hat Stimmbruch. So, jetzt hat er keinen Stimmbruch mehr. Jetzt hat er einen Kieferbruch, aber keinen Stimmbruch. So, jetzt haben wir die Polizei erstmal um die Ecke gebracht. Ja, wie spät ist es im Spiel? 20.57 Uhr. So, lass mal gucken. Ja, müsste hier in die Richtung sein. Okay, ich folge dir. Du hast den Kompass, du weißt, wo es hingeht. Ich weiß zwar, dass das Ding existiert, aber ich weiß nur nicht genau, wo das Ding liegt. Das ist immer diese komische Sache bei mir. Ja, schauen wir mal. Kann sein, dass wir da noch ein Stückchen weiter höher müssen. Da schreibt natürlich wieder einer im Chat mit einer Sprache, die keine Sau entziffern kann. Nee. Bestimmt Russisch, oder? Nee, Russisch ist das nicht. Er hatte ja ein bisschen Russisch. Er müsste es halbwegs wissen. Nee, Russisch ist das nicht. Das da drüber in der Mitte, das könnte Spanisch sein. Wie in dem A da, weißt du, mit dem Strich darüber. Ah, ja, das stimmt eigentlich. Was da oberste ist, ein Deutscher. Ja. Oder ein Englisch. Aha, so bad. So bad. Ja, ich würde Englisch sagen. Hm. Ja, kann auch sein, ja. Ist auch egal. So ein Stück. Wieso hat denn jetzt eine goldene Schrift? Guck mal, siehst du das da geradezu? Alter, hier sind 28 Leute auf dem Dings. Ja, da hinten ist entweder die Sonne. Nee, das ist nicht die Sonne. Willst du mich jetzt verarschen, dass das... Das ist der Heli, Alter. Das sieht aus wie so eine untergehende Sonne. Ja, genau, aber gibt's ja in dem Spiel nicht hier so direkt so eine Sonne. Aber wir haben 28 Spieler auf dem Server. Ja, dann wird's erst gemütlich, ne? Ich hoffe, dass keiner von den 28 jetzt die gleiche Idee hatte. Von da drüben, nämlich Richtung Absturzstelle Heli. Weil da soll's ja auch hin und wieder mal einen Sniper geben. Ja, das wäre natürlich schon. Oder eine andere geile Waffe. Vielleicht so ein großes Schnellschussgewehr wäre mal geil. Ja. Possible. Da haben sich zwei Spanier gefunden. Ich finde es ja wenigstens halbwegs gut, dass man rennen kann. Ich nehme einfach mal die. Da waren auch Zombies, ne? Ja. Okay, ja, dann gehe ich jetzt nicht auf Waffe, sondern bleib doch beim Baseballschläger. Nur so zwei, drei Stück, glaube ich. Wenn sie es nicht wieder geändert haben. So wie wir die Spielersteller kennen, haben sie es geändert. Na, aber es sieht echt, sah echt von hinten aus wie so eine untergehende Sonne. Ja. Aber das war jetzt gut, deswegen habe ich ja auch so gedacht, weil die Dämmerung, dann sieht man sie nämlich besser durch diese Fackeln, weißt du? Aber heftig, wie man das gesehen hat, also. Also vom Weiden konnte das Ding aber wirklich sehen. Und wie grell das ist, ist echt hart. Ja. So, bis jetzt noch kein Zombie gehört, aber auch noch nichts gesehen. Und da ist einer, pass auf. Ja, ja. Und er konnte mich glatt doch noch erwischen. Komm, jetzt stirb, komm. Oh, Geld, Geld, Geld. Krieg hier die Welt. Nur $34, du arme Sau. Kann ich mal draufschlagen. So. Oh, hier sitzt einer, siehst du? Ja, der ist tot, aber dass die da nicht aufstehen, oder? Der betet das die Fackel an. Es hört sich nach was an. Ja,
Wir ist wieder soweit. Noch ein Hilferuf. Es ist wieder soweit, aber so ich sagen, wir sind beim Heli. Ja. Noch ein Hilferuf. Da oben ist ein Hütchen. Ja, Leute, dann mache ich mal einen Schnitt. Ja, genau. Ich werde hier dann auch einen Schnitt machen. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann.